Aber ein paar Sachen müssen jetzt hier, glaube ich, noch erledigt werden. Ja, genau. Der ist rot, der Typ. Und wo sind wir? Du hast nicht ein genügendes Leistungsniveau erreicht, um die roten Klone zu besiegen. Wir warten, bis du zurückkommst. Was? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu... Wie heißt das Spiel? Little Big Adventure. Bin jetzt momentan gerade, muss ich sagen, leider sehr begeistert, weil... Ich habe jetzt tatsächlich zwei Videos am Stück aufgenommen, ohne dass mir das Mikrofon ausgefallen wäre. Ja, also es muss was mit dem hauseigenen Mikrofon zu tun haben, welches zum Headset gehört. Jetzt mit dem Mikrofon, welches ich dahin improvisiert habe, scheint es doch relativ problemlos zu funktionieren. Hier wird bombardiert, das haben wir ja vorher sogar gelesen. Wir können uns jetzt hier ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, frei bewegen. Ich soll irgendwo in den Schützengraben gehen, hat es zu Ende des letzten Videos geheißen, wo dieser Schützengraben sein soll. Das sei jetzt mal dahingestellt. Das sieht wie ein Schützengraben aus da. Willkommen in Ah ja. Ich gehe einfach mal hier runter. Sieht mir wie ein Schützengraben aus. Ja, jetzt bin ich getroffen worden, das ist ja nicht schlimm. Hallo. Sir? Darf ich mit Ihnen sprechen? Na, junger Quetsch, kannst du uns helfen, Funfrock zu bekämpfen? Wie du feststellen kannst, hat die Stadt ihren Aufstand teuer bezahlt. Wir werden regelmäßig bombardiert. Deshalb haben unsere Anführer einen Kampf im Zentrum der Insel. Du kannst meinen Buggy nehmen, um hinzufahren und mit ihnen zu sprechen. Okay, der Buggy ist da oben. Nehme ich immer ganz stark an. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Ja. Okay. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich kann den Buggy nehmen, hat's geheißen. Da ist ein Buggy. Da ist auch noch ein Kollege. Guten Tag. Sei vorsichtig am Steuer. Das ist keine Ente. Okay. Ich hab sowas. Also der fährt ja selber. Also keine Sorge. Aber die Fässer hier sind alle kaputt. Hier kann man also nichts rausholen. Nicht schlimm. Ich schnapp mir den Buggy. Fahre damit zu den Befehlshabern. Wo möchtest du hin? Braucht das eigentlich meinen Sprit? Ich bleibe hier. Machen wir erstmal, ich bleibe hier. Ich muss mal gucken. Ich habe nämlich noch 7-mal Sprit. Okay. Wo möchtest du hin? Zum Kampf der Rebellen. Vorsichtig fahren ist keine Ente, ne? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Es gibt ja nun tatsächlich mal Fortschritt in diesem Spiel. Das ist ja klasse. Ne? Wer weiß, wie lange. Ne? Es ist dann leider auch so, also diese Geschichte da mit dem Museum da im letzten Video, also dass natürlich der Alarmschalter dafür im Gefängnis nebendran ist, das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte noch in Erinnerung, dass mir jemand erzählt hat, hier man müsste fliegen können, um sich dann dort zu bewegen, wenn der Alarm ausgelöst ist. Dass das natürlich auch gerade noch ausgerechnet der Dicko ist, der dort im Gefängnis gerade diesen Schalter am Basteln ist. Ich wusste es nicht mehr. Guten Tag. Du musst Vincent sein. Genau wie du haben wir uns gegen diesen verrückten Funfrock erhoben. Und du hast ja feststellen können, was von der Stadt übrig bleibt. Wir sind nicht der Meinung, dass die Nordhalbkugel unbewohnbar geworden ist, so wie es in der Propaganda heißt. Es gibt vielleicht sogar Überlebende, die sich geweigert haben, deportiert zu werden. Deshalb haben wir versucht, die Straße am Opoyo-Pass einzunehmen. Das ist ein Zugang zur anderen Halbkugel. Leider wurde unser Anführer, Oberst Kropfmann, während des Angriffs gefangen genommen. Wir glauben, dass er immer noch in dem kleinen Fort, das über den Pass wacht, gefangen gehalten wird. Hilf uns, ihn zu befreien, indem du das Fort einnimmst. Somit kannst du dann zur Nordhalbkugel gelangen. Geh zurück zum Hangar. Ein Kommando wartet auf dich im Kahn.
Ah ja. Hast du eben einen Teil deiner Kraftstoffreserven erneuert? Umsonst? Wie viel habe ich jetzt bekommen? 8, also eine. Okay. Die ballern da auf so einen Mecha-Pinguin. Lass doch den Pinguin mal. Guten Tag. Guten Tag. Okay, steht extra auf, um guten Tag zu sagen, legt sich dann wieder hin, um weiter zu ballern. Guten Tag. Und jetzt weiter Krieg führen. Okay, klasse. Kann ich euch vielleicht helfen mit diesem Mecha-Pinguin? Nicht wirklich, scheinbar. Naja, ich gehe mal wieder. Also ich soll zurück zum Hangar. Wo möchtest du hin? Ich bleib erstmal hier. Ich bleibe hier. Erstmal gern gucken, was hier noch zu tun ist. Wenn es da was gibt. Nee, hier kann ich nicht lang. Okay. Ja, dann muss ich jetzt wieder zurück. Da ist so ein Landungsboot. Das haben wir auch schon gesehen. Zum Hafen. Und da wartet ein Trupp auf uns. Das heißt, ich muss jetzt im Prinzip nur diesen Sprit jetzt verbrauchen, diese Szenerie wechseln, um mit diesem einen Kugeltypen da zu reden, der mir jetzt sagt, geh doch wieder zurück. Okay. Und ich soll jetzt, so wie ich das verstanden habe, zu dem da. Wir werden dir beistehen, um das Fort einzunehmen. Du führst mich und ich folge dir mit meinen Granaten. Also vor allem warte auf mich. Bevor du den Bereich wechselst und vergiss nicht, den Sender auszuschalten. Es wird während des Kampfes nicht gesprochen. Und falls ich auf der Strecke bleiben sollte, ersetzt mich ein anderer Rebelle. Er wird im Landungsbereich auf dich warten. Okay. Bin mal gespannt. Ist mein Segelboot da? Wieso ist mein Segelboot da? Was macht mein Segelboot? Wer fährt mein Segelboot? Makaber, makaber. Aber das muss wahrscheinlich so sein, damit ich nachher nicht mit dem Landungsboot, sondern mit meinem eigenen Boot wieder zurücksegeln kann. Dorthin, wo ich hin will. Und jetzt sind wir natürlich. Jetzt sind wir natürlich hier, ja. Und da haben wir uns ja schon so ein bisschen dran probiert. Ich müsste, glaube ich, sogar in meinem Inventar noch so einen Mecha-Pinguin drin haben. Der ist ja eigentlich ganz nützlich. Hä? Okay. Wo bin ich? Ach da, okay. Jawohl. Ja, baller mal auf den. Krieg hier, ne? Und genauso fühlt sich Krieg an. Natürlich nicht. Ah, jetzt sind wir. Wisst ihr? Was? Da bin ich ja vorher. Hier bin ich vorher reingekommen. Ja, genau. Aber ich muss ein bisschen auf meine Kamera angucken. Warte mal. Vielleicht muss ich hier sogar hoch. Lass mich mal gucken. Vielleicht kann ich sogar hier oben irgendwie. Ah ja. Ich muss ja den Sender zerstören, hat es auch geheißen. Und das ist ja das Ding da oben. Sender kaputt. Kann ich den Soldaten? Da kann ich den da vielleicht irgendwie von hier oben aus erledigen. Das wäre ja auch super. Nee, oder?
Aber ganz knapp vorbei, ne? Oh, ausgerechnet da wieder eine Mine gerannt. So. Weiter geht's. Die Richtung? Wenn du das sagst, dann wird's wohl so sein. Moment. Ich soll auf ihn warten, wenn ich die Bereiche wechsle, ne? Jetzt ist die Frage. Gehen wir nicht da hinten lang? Ist egal. Er ist da lang, wir folgen ihm. Holen. Oh nein, runtergefallen. So, jetzt aber. Okay, wo sind die Leute? Vor allem, wo ist der Sender? Wirklich übersichtlich ist hier noch nicht, ne? Ich gehe jetzt mal darüber. Yes. Geil. Das Geld sagt natürlich alles ich ein, das ist normal. Ja, ein paar Herzchen sammeln, ja. Okay, also, jetzt mal gucken. Da sollte doch irgendwo wieder ein Sender sein. Hier ist allerdings keiner. Komm, erstmal du hier. Du sollst ja... Dir machen auch die Granaten scheinbar nichts aus dem Boden, also die Minen. Komm mal, komm mal, komm, 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 komm. Du musst... Oh je. Also du musst zuerst, ne? Ist dir das klar? Nee. Hallo? Gottes Willen. So leicht ist es nicht, ne? Das muss man wirklich mal sagen an der Stelle. Okay, aber der, also unser Kollege, der ist echt gut drauf, ne? Jetzt müsste ich ja bloß mal zu dem Herz dahin kommen, bevor das weg ist, Gott sei Dank. Okay, da vorne ist sogar noch ein ganzer, da vorne ist noch einer am Maschinengewehr und da ist noch ein Truck. Den behaupte ich jetzt mal, müssen wir versuchen. Irgendwie, ja. Irgendwie anderweitig kaputt zu machen. Mit dem Panzer. Okay. Ist ja cool. Der fährt jetzt auch von alleine, aber kann ich selber nicht steuern. Ist aber auch nicht schlimm. Jetzt nehmen wir hier dieses ganze Ding ein. Das ist doch toll. Und die können nichts gegen uns tun. Ist schon wie Krieg eigentlich, ne? Ah ja, hier wäre ich zu Fuß niemals durchgekommen, ganz ehrlich. Okay, renn weg. Geil. Okay. Sind wir drin?
Aber ein paar Sachen müssen jetzt hier, glaube ich, noch erledigt werden. Ja, genau. Der ist rot, der Typ. Und wo sind wir? Du hast nicht ein genügendes Leistungsniveau erreicht, um die roten Klone zu besiegen. Wir warten, bis du zurückkommst. Was? Leistungsniveau erreicht, um die roten Klone zu besiegen. Ja. Soll das heißen, ich muss jetzt hier... Nein. Ich muss jetzt hier wieder zurück, oder was? Okay. Ja gut, ich muss ja bei Twinsons Haus in der Höhle, muss ich ja noch, sag ich jetzt mal, ein paar Sachen holen, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Moment, jetzt. Na toll, jetzt ist da ein Kollege. Wisst ihr, ihr könnt mich mal... Jetzt soll ich hier alleine wieder zurück? Habt ihr doch alle. Das sind ja Witzbolde. Wie soll ich denn da durchkommen, ihr Pfosten? Egal. Also ich habe noch kein Leistungsniveau erreicht, mit dem ich rote Klone besiegen könnte. Ja, das heißt, ich muss natürlich meine Magie noch ein bisschen, ich muss noch hier Sendels ihr wisst schon was finden und ja. Was anderes fällt mir gerade auch nicht ein. Aber wie mache ich denn das jetzt? Muss ich doch nochmal ins Museum vielleicht, um mir dort den Schlüssel aus der Truhe zu holen. Aber das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Aber vielleicht ist es so. Wo möchtest du hin? Proxima? Erstmal auf Proxima. Die Insel Proxima. Mal, mal gucken, ne? Vielleicht doch erstmal Rebellionsinsel, vielleicht wäre das keine schlechte Idee gewesen, ne? So eine dann. Dass wir denen berichten, dass wir das Ding eingenommen haben. Ich bin ja schön doof, da fahre ich halt gleich nochmal hin, egal. Fahren wir direkt nochmal hin. Aussteigen und gleich wieder einsteigen. Beziehungsweise jetzt war ich ja im Museum und habe das Jetpack zu Genüge ausgetestet. Jetzt werde ich dem guten Mann nochmal einen Besuch abstatten, in der Hoffnung, dass der jetzt irgendwie was Abschließendes sagt. Nun, wie steht's mit den Tests? Guten Tag. Nun, wie ist dieser Protopack? Führe seine Tests fort. Ich habe noch lauter Berechnungen zu überprüfen. Und okay. Ich glaube nicht, dass wir ihn wiedersehen werden. Zumindest mal nicht mit irgendwelchen neuen Dialogen. Also, gehen wir mal auf die Rebellionsinsel zurück. Wo willst du hin? So, was der Kamerad da sagt. Hallo. Guten Tag. Jetzt gehörst du zu uns, Prinzen. War das alles? Okay. Also gut, weil er jetzt nicht gar so viel gesagt hat, gehe ich nochmal zum nächsten, in der Hoffnung, dass es einen nächsten gibt. Moment. Muss natürlich hier auch nochmal richtig checken, ob es hier noch irgendwelche kleinen Wege gibt, die ich noch nicht gegangen bin. Aber die gibt es offensichtlich nicht. Zumindest mal nicht da oben in der Ecke. Vielleicht hier noch. Ist alles zugestellt, da geht es also dementsprechend auch nicht lang. Der ist noch da unten, zu dem gehe ich auch gleich mal, denke ich. Der Hummel hier ist nicht mehr da, oder? Nee. Ja, also komm, dann gehen wir mal in den Schützengraben und reden mit dem anderen.
In der Hoffnung, dass der uns noch irgendwas zu sagen hat. Vincent, Sie müssen den Auftrag erfolgreich abschließen. Dieses Wort ist ein Wunderpunkt. Ist es erstmal eingenommen, kann es uns ermöglichen, beide Halbkugeln wieder zusammenzuführen. Okay, also es ist offenbar noch nicht eingenommen. Ja klar, es sind ja auch noch... Es sind ja auch noch diese roten Klone da. Das... lässt sich ja jetzt im Moment leider mal nicht leugnen. Ne? Hatte ich das beim ursprünglichen Durchspielen auch, dass ich dort noch nicht genügend Magie hatte, um rote Klone zu besiegen? Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich jetzt sonst noch... Autsche. Wo ich jetzt sonst noch hin soll, ne? Also natürlich Sendels Medaillon, aber wo das ist... Das könnte ja natürlich in Twinsons Höhle sein. Beziehungsweise in der Höhle neben Twinsons Haus. Aber dafür brauche ich ja wiederum den Schlüssel. Was wiederum bedeuten könnte, dass ich ja nochmals Alarm auslösen muss im Museum. Allerdings muss ich mir dann vorher natürlich diesen... Wo möchtest du hin? Geheimzugang dort wieder freiräumen. Das heißt, ich gehe nochmal auf die Insel Proxima. Auf die Insel Proxima. So, da fahren wir jetzt noch hin und wenn wir da angekommen sind, beenden wir das Video. Und dann geht's ja wahrscheinlich mit dem Museum im nächsten Video wieder weiter. Jetzt haben wir hier aber auf jeden Fall einiges erlebt. Wir haben uns bis zu diesem vorgearbeitet. Leider muss ich diesen Weg nochmal gehen. Dann wahrscheinlich alleine. Aber ja, da müssen wir dann wahrscheinlich durch. So, also, wieder auf Proxima angekommen, werden wir uns im nächsten Video darum kümmern, eventuell nochmal ins Museum einzusteigen und da diese Truhe uns nochmal genau anzuschauen. Denn ich meine mich auch dunkel zu erinnern, dass man das noch irgendwie erledigen muss. Ne? Und dann ginge es ja wieder weiter. Aber das sehen wir im nächsten Video. Für dieses Video ist es das gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen in nördliche Richtung dalassen. Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gerne auch einen Kommentar, freue ich mich ganz besonders drüber. Da kann ich ein bisschen mit euch über das Spiel sprechen und auch über andere Sachen, wenn es denn sein muss. Also, herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.